Passiert einem wohl selten, meine Damen und Herren, dass man hier im Studio sitzt mit seiner ganzen Professionalität am Leib und dass einen trotzdem so die Gänsehaut befällt. Mir ist das jedenfalls ebenso gegangen bei der verschwiegenen Liebe von Hugo Wolf, dem vorletzten Lied. Und zuletzt hörten Sie der Musikant Barry McDaniel, begleitet von Robert Spillmann. Im deutschen Lied, so berichtet der Amerikaner, habe er sich schon als 16-, 17-Jähriger ganz zu Hause gefühlt. Das ist umso erstaunlicher, als der kleine Barry als Kind gestottert hat. Das Singen war ihm anfangs also auch ein Stück Therapie und die Eltern haben wohl gut daran getan, ihn auf diese Weise zu heilen. Die Eltern, der Vater war beim Varieté, die Mutter Klavierlehrerin, also wie gesagt ein hochmusikalisches Elternhaus. Wie würde man Barry McDaniels Stimme, seinen Bariton, beschreiben? Vielleicht so,
versuchsweise. Da ist ein unerhört schönes, männlich-juveniles, für einen Bariton bisweilen fast glockenhelles, bronzefarbenes Timbre. Da ist vor allem in den frühen Jahren eine ganz und gar erstaunliche Höhe. Da ist eine große Natürlichkeit und Emphase im Ausdruck, alles Forcierte, Aufgesetzte war McDaniels Sache nie. Da ist ein sehr großes Stilbewusstsein, und zwar ganz intuitiv, der Mann kann also förmlich gar nichts falsch machen. Und die Basis von allem ist, fast überflüssig es überhaupt zu erwähnen, eine gesunde, solide, verlässliche Technik. Singen als Kommunikation, als Dialog, als Gespräch von Herz zu Herzen.